Martialische Musik, provokante Texte, außergewöhnliche Bühnenshows, die Markenzeichen der international bekannten Band Rammstein. Doch gegen Sänger Till Lindemann erheben mehrere Frauen nun Vorwürfe, auch in eidesstattlichen Versicherungen. So soll es etwa bei einem Konzert in Hannover zu Sex gekommen sein, den die mutmaßlich Betroffene heute als gewaltvoll bezeichnet. Ich hatte das Gefühl, ich kann nicht sagen, das tut mir weh oder ich will das nicht. Mit Tickets und Backstage-Zugang sollen weibliche Fans gezielt angelockt worden sein, um Sex mit dem Sänger Till Lindemann anzubahnen. So berichten es mehrere Frauen übereinstimmend NDR und Süddeutscher Zeitung. Auch sie will ihn persönlich kennengelernt haben. Er habe ihr und anderen Frauen nach einem Konzert viel Wodka ausgegeben. Die Bilder im Kopf seien lückenhaft, sie sei bewusstlos gewesen. Als sie wieder zu sich kam, habe sie in einem Hotelbett gelegen. Ich bin aufgewacht und Till war auf mir. Und der hat mich dann gefragt, ob er aufhören soll. Ich habe nicht gewusst, womit, aber ich war eben noch nicht ganz da. Sie fühle sich mindestens ausgenutzt und wünscht sich mehr öffentliches Problembewusstsein für das Machtgefälle zwischen Stars wie Till Lindemann und Fans. Er war die Person, die die Macht hat. Und da geht's mir mehr darum zu zeigen, auch wenn das normalisiert wird und die naiven Fans beschuldigt werden oder ihnen gesagt wird, geh halt nicht hin. Dass es einfach ein System hat, wo man anfangen sollte, darüber nachzudenken, wie okay das wirklich ist. Sowohl Lindemann als auch die Band ließen konkrete Fragen zu diesen Vorwürfen inhaltlich unbeantwortet. Eine frühere Anschuldigung einer Irin, ihr seien am Rande eines Rammstein-Konzerts K.O.-Tropfen verabreicht worden, weist die Band als falsch zurück.